Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. Ja, Diener und Hochstapler, wir müssen Quabia finden. Der befindet sich irgendwo links von uns. Und ich wollte gerade sagen, ich springe einfach mal runter. Ist das ein Heuballen? Nee. Aber eigentlich müsste ich hier runterspringen können. Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche es mal einfach. Das war eindeutig der Sprung des Glaubens. Und ich habe ihn bestanden. Wieso sehe ich jetzt nicht mehr, wo ich hin muss? Vorhin war er noch in der Richtung ungefähr. Es heißt, kein Mann darf den Harem betreten, sofern er kein Eunuch oder der Kalif persönlich ist. Für mich wird das also spannend. okay. Hier ist erstmal was, was wir noch nehmen müssen. Zack. Denk nicht einmal dran. Geh einfach weiter. Wie freundlich. Ich werde einen anderen Weg finden müssen. Das ist mir schon klar. Schauen wir mal. Lass deinen Blick schweifen. Nee. Na, komm. Mal schauen. Ist da eine Art Nebeneingang oder so? Oder irgendwo ein Fenster offen? Da. Ein Mitglied von Ad-Diab. Dem sollte ich nachgehen. Ist es hier? Ihr Einfluss schwindet. Ihre Anhänger werden täglich weniger. Kabiha ist eine großartige Frau, Pfarrer. Das war sie. Als Elmutter Wakil noch lebte. Aber ihr Sohn folgte ihm nicht nach und somit ist ihre Zeit vorbei. Wenn die Ebbe kommt, wirst du mit ihr ins offene Meer gespült? Ich halte mich von Politik lieber fern, Nasrin. Ich bitte dich. Wir wissen, was du für eine bist. Genug! Die neuen Eunuchen treffen jeden Augenblick ein. Hole sie am Tor ab, Makira. Und benimm dich angemessen. Komm, Nasrin. Neue Bedienstete bedeuten neue Gesichter im Harem. Wenn ich das Gewand eines Eunuchen hätte, könnte ich mich unter sie mischen. Ja, aber warum zeigst du mir dann immer wieder unterschiedliche Punkte an? Mann, verkleide dich in einer Eunuchentunika, um in dem Harem zu gelangen. Moment, jetzt haben wir wieder unterschiedliche Punkte. Jetzt will ich es aber wissen. Was siehst du? Wieso haben wir jetzt hier verschiedene Punkte? Ja. Da ist einer. Was für ein Leben. Nee, 41. Moment, das ist die Seite. Leite mich in Kido. Meine ich doch, das ist da hinten. Wieso? Moment, ich markiere das mal eben. Wieso zeigt er mir das nicht an? Das finde ich immer so ein bisschen komisch. So. Ich weiß nicht, warum ich das hier eigentlich mache, wenn der mir dann doch nicht anzeigt, wo es ist. Mal gucken. Ich denke mal, wir müssen da nach oben. Ich hoffe allerdings nicht, dass das jetzt ein Sperrbezirk oder sowas ist. Ich hab's wieder gesagt, ne? Mal schauen. Nein. Böser Basim. Böse. Spring einfach hoch. Los, weiter. Ja, weiter, komm. Der Mann dort scheint sein Sonnenbad zu genießen. Ich könnte ihm ersparen, sich für den Dienst ankleiden zu müssen. Welcher Mann? Wovon redest du? Ach, der hier draußen, oder was? Lalalala. Nein, nein, nein! Gib das zurück! Am Ende aller Tage sind wir alle nackt, Bruder! Eine Verkleidung kann an bestimmten Orten bla bla bla. Ja, wissen wir. Ich bin nur gerade überlegen, wie ich die jetzt überhaupt wieder anziehe. Hilfsmittel. Montur. War das über die Montur? Nee, Montur. Verkleidung hier. So. Etwas eng an der Brust. Und am Bauch.
Aber? Du solltest sowas sagen wie aber. Ja, da musstest du jetzt nicht unbedingt rein. Die Frage ist, können wir jetzt einfach so hier reingehen? Ich denke mal ja, oder? Oder hoffentlich müssen wir das klappt rein? Das. Langsam. Kenne ich dich? Ich bezweifle es. Dies ist mein erster Tag. Ich käme nur ungern zu spät. Makira! Friede sei mit dir! Kennst du ihn, Makira? Was? Hast du mich bereits vergessen? Nein, ich... Es tut mir leid, der Tag war sehr... Schon in Ordnung, meine Schöne. Mein Gesicht vergisst man schnell. Im Gegensatz zu deinem. Farah erwartet mich. Unter uns. Sie macht mir Angst. Bitte lass mich nicht zu spät kommen. Lass ihn hinein, Abess. Möge Allah dich segnen, Sayyidati. Ich finde es ja immer noch bemerkenswert, dass keinem eigentlich das Ding auf unserem Rücken auffällt, was so gar nicht nach Eunuch aussieht. So, mal schauen. Hier können wir theoretisch, aber da müssten wir voll sein, ne? Ja. Ich sehe jetzt hier aber auf Anhieb nichts. Ich sehe auch auf Anhieb nichts, wo wir hin müssen. Ich denke mal, wir müssen nach oben. War da was? Moment. Nee, das war nur so Kummi am Leuchten. Okay. So. Sperrbezirk. Frage ist, gilt das auch für einen Eunuchen? Offenbar nicht. Hast du dich verlaufen? Du darfst nicht hier sein. Warum nicht? Hey, was? Durchsucht die Arbeitsstube. Ja, wo ist denn die Arbeitsstube? Die muss dann doch wahrscheinlich irgendwo hier oben sein, oder? Lauf. Komm. Ja! Wie? Du bist da irgendwo, oder? Nein! Warte! Komm raus! Bad hier in Blut! Toter Tag, was? So, es wäre jetzt nur gut, wenn ich wüsste, wo die Stube ist. Die scheint unter mir zu... Nee, Moment, das ist doch der Eingang, oder? Oder? Da sitzt der Typ drin. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also wie ich das sehe, ist das doch der Eingang, wo wir reingekommen sind. Ja, doch, das ist der Eingang, wo wir reingekommen sind. Durchsuche die Arbeitsstube, ja. Ich liebe es immer, wenn man genau weiß, wo man hin muss. Ich denke aber, dass die wohl hier oben irgendwo sein wird, weil das hier oben halt mehr bewacht ist. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir irgendwo eine Tür oder sowas finden. Da hinten, die ist verschlossen. Oh oh. Da hinten sind zwei Wachen. Oh, da ist auch noch eine. Lalalala, der wird wahrscheinlich... Ah, nee, der bleibt da. Ach, das sind zwei. Oh.
Frage ist, wo geht der genau hin? Der geht jetzt wieder zurück. Dann können wir den einen auch noch eben ausschalten, hoffe ich. Wenn er jetzt nicht direkt an dem vorbeigehen würde. Willst du mich verarschen? Reiß dich zusammen, Bassin. Sofort. Alter. So nennt er das also, wenn ich Schleichangriff drücke, ja? Hier bist du nicht. Oh Gott. Sucht überall. Ist gut. Mann. Ich verstehe nicht, warum der Schleichangriff nicht immer funktioniert. Hey, was ist da los? Guck einfach nach. Frag nicht so dumm, guck nach. Hier ist nichts. Hey, was war das? Komm einfach rüber. Was? Zum Glück sind nicht so viele gekommen jetzt mit der Glocke. Die hätte ich theoretisch auch kaputt machen können, oder? Also, unten steht noch einer. Was ist denn das hier? Oh. Ist es das, was ich denke? Ja, sehr schön. Ich will das jetzt mal eben ausprobieren, ob das funktioniert. Nee. Irgendwie will er nicht. Keine Ahnung. Ach so, ich habe die... Nee, ach, ich habe keine Messer. Okay. Okay. Die Tür ist von innen verschlossen, aber ich sehe jetzt hier oben im Moment keine Wachen mehr. Da komme ich wieder komplett runter. Da hinten müssten noch die zwei stehen, ne? Gut, okay, ist aber auch nicht unbedingt schlimm. Alter, ernsthaft. Ah, jetzt, Moment. Zack und zack. Oh, ich dachte gerade, mich hat jemand gehört. Okay, die Frage ist jetzt nur... Anscheinend ist das doch nicht hier oben, weil... Oder es ist tatsächlich die Tür, die verschlossen ist. Das Problem ist, die ist von der anderen Seite aus verschlossen. Kommen wir da vielleicht rein? Es muss einen anderen Zugang geben. Ja, habe ich mir auch gedacht. Zeigt ihr mir irgendwas an? Aber ich glaube, da brauchen wir nur reinzugehen, wenn wir die... Oh, da unten sind auch nochmal Wachen. Wenn wir die Dings haben wollen, ne? Komm ich denn da jetzt rum? Zeigt mir auch nichts an, dass ich da irgendwie... Ah, doch hier. Sehr schön. Eines Kalifen würdig. Okay, scheint doch das richtige Zimmer gewesen zu sein. Da einmal. Du darfst auch gerne wieder normal gehen. So. Oder es scheint nicht das richtige Zimmer zu sein. Er sagt zwar eines Kalifen würdig.
Aber ich habe hier nichts, was irgendwie... Oh, Moment doch. Verzweifelte Maßnahmen. Saidi, es tut mir leid, dass ich dich in dein Refugium stören muss. Auch ich sehne mich nach den Bergen der Heimat. Doch nur Narren fliehen, wenn sie keinen Ort haben, an dem sie sicher sind. Sollte diese Gefahr andauern, gibt es für uns beide keine Zuflucht. Ich habe Maßnahmen im Sinn. Ich bitte dich nur um dein Vertrauen, dass die Kosten dafür gut angelegt sind. Dein treuer Diener ebenso wie der des Kalifats. Okay. Bringt uns aber anscheinend überhaupt gar nichts. Also scheint doch nicht das richtige Zimmer zu sein. Das Blöde ist, er zeigt halt unten an, aber gleichzeitig ist das nur der Eingang. Sei denn natürlich, ich hätte mich jetzt unten umsehen müssen. Das kann natürlich auch sein. Ist jetzt hier irgendjemand neu gekommen? Nein. Ich denke mal, hier oben ist auch nichts, ne? Hier bin ich hochgekommen, oder? Ja, ich glaube, da bin ich rausgekommen. Hier liegt auch nichts. Da war ich schon drin. Ja, dann gehen wir nochmal runter. Ich wollte gerade sagen, da war doch gerade noch was. Komme ich darüber? Hallo. So, sehr schön. Haben wir das auch? Hier ist auch Sperrgebiet. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, da waren jetzt keine Wachen zwischendurch, ne? Okay, ist auch kein Sperrgebiet mehr. Auch nichts mehr zu lesen. Leute, wo muss ich hin? Gebt mir doch mal einen Hinweis in diesem Spiel. Mit der kann ich nicht reden. Da hinten ist die Wache. Oder muss ich einfach nur hier im Innenhof rumlaufen? Oh. Was machst du da? Ah? Makira, ich wollte nur... In Kabias Gemach einbrechen. Du bist kein Eunuch. Geh, oder ich sage es Nasrin. Oder Farah. Was willst du ihnen sagen? Dass du mich reingelassen hast? Ich bezweifle, dass sie das erfreuen wird. Du bist eine Kaharamana, oder? Du erfüllst die Wünsche der Konkubinen. Wann hat dich das letzte Mal jemand nach deinen Wünschen gefragt? Jemand, der nicht urteilt. Jemand, von dem du nie wieder hören wirst. Es muss doch etwas geben, das du brauchst, Makira. Oder willst. Da gäbe es schon etwas. Abess am Tor. Er hat nur Augen für Farah. Die Umal Walat. Mich sieht er nicht einmal an. Aber Farah benutzt Farbe, um ihre Augen größer zu machen. Und wenn ich die auch hätte, glaube ich, dass er... Sprich nicht weiter. Ich helfe dir. Wo finde ich diese Farbe? Im Lagerraum. Aber außer Nasrin darf dort niemand hinein. Farah vertraut ihr bei allem. Selbst bei ihrem Zaubertrank. Farah hat einen Zaubertrank? Nasrin trägt ihn für sie. Und Farah lässt ihn sich geben, wenn sie einen Schluck will. Sie bekommt Mundgeruch davon. Aber ich gebe alles, ihn selbst zu probieren. Und das wirst du auch. Und im Gegenzug, Makira? Was gibst du mir dafür? Den Schlüssel zu diesem Gemach. Augenfarbe und ein Zaubertrank. Dein Wunsch ist mir Befehl. Okay. Farbe für die Augen, ein Zaubertrank. Ernsthaft? Ja, sowas habe ich mich auch gefragt. Ist das denn hier wieder Sperrgebiet oder heißt das nur, ich komme nur nicht durch die Tür? Wo das Sperrgebiet so wie es aussieht. Oder ist das der gleiche Typ hier? Ist natürlich komplett auf der anderen Seite.
Ja, was auch sonst. Immer die Münzen, die sowieso keiner hat. Ach nee, er ist... Ach, der ist auf der anderen Seite, ne? Moment. Hä? Ja. Hallo, kannst du es mal loslassen? Größere Augen könnten meine Verkleidung aufwerten. Nein, bleib bei der Sache, Basim. Du brauchst den Schlüssel. Aber sonst hat er keine Probleme. Moment, wo war denn das jetzt? Moment, mit dem hier unten kann ich sprechen? Du, bitte sag, dass du Al-Kindi gelesen hast. Leider nein, Sayyidati. Oh, liest heutzutage denn niemand mehr? Doch, natürlich. Ich lese immer sehr viel. Ach, ich muss die von ihm... Oh. Also, was ist dieser Zaubertrank? Verstehe. Alkohol. Bitte sehr. Oh, danke. Die anderen sagen, ich wäre zu jung für Farben und Tränke. Aber ich bin nicht zu jung, um zu erfahren, wozu sie sie benutzen. Natürlich nicht. Also, den Schlüssel? Sie wissen nur mehr als ich, weil sie dieses Buch gelesen haben. Der Garten und seine Geheimnisse. Es geht um Naturkunde, den Körper, seine Geheimnisse. Es ist berüchtigt. Hast du es gelesen? Nein. Farah bewahrt es in den Gemächern des Kalifen auf dem Dach auf. Der Zutritt ist streng verboten. Makira, wir hatten eine Abmachung. Bitte, wenn du nur das Buch holen und in meine Kammer bringen würdest. Sie ist in der östlichen Ecke, links. Na schön. Aber dann den Schlüssel. Farbe, Zaubertrank und jetzt noch unzüchtige Bücher. Ich wollte den Diener spielen, nicht einer werden. Oh, das heißt, ich muss jetzt wieder dahin, wo ich schon gewesen bin. Toll, also war es gar nicht so verkehrt, dass wir nach oben gegangen sind. Frage ist nur, sind jetzt neue Wachen da? Ja, der Typ scheint immer noch... Guck trotzdem nochmal eben um die Ecke, ob da jetzt neue Wachen sind. Aber das war... Nee, das war keine Leiche. Aber da hinten liegt, glaube ich, noch... Ja, ja, da hinten liegt noch die Leiche. Da wird dann kein neuer mehr da sein. Das ist gut. Die Tür hatte ich ja schon aufgemacht. Da können wir jetzt so durch. So, da. Der Garten und seine Geheimnisse. Ein zahmer Titel. Aber das war wohl die Absicht. Ja, die gute Nachricht ist, wir müssen den ganzen Teil hier oben jetzt nicht mehr machen, weil wir das eben schon gemacht haben. Die schlechte Nachricht ist, eigentlich war das Blödsinn, dass wir das eben schon gemacht haben. Aber ich meine, gut, dann haben wir schon mal alles aus dem Weg geräumt und so weiter und können jetzt einfach nur schnell nach oben laufen. Das hat ja auch was. So... Hinten im... Ach, was weiß ich. Ich folge einfach dem Ding hier. Da muss ich das hinbringen. Hier rein, ne? Abu Abdullahs Ehrgeiz kennt keine Grenzen. Aber gewiss glaubt er nicht mehr daran, den Thron zu besteigen. Kennst du seine Mutter? Kommt man da rein? Hier ist doch noch was zu lesen. Ein Wort von der Gefallenen. Kleines. Meine Rivalinnen werden mich bald verdrängen. Ich lehrte sie Ehrgeiz, ich lehrte sie, die Stufen zu erklimmen. Ich kann mich nicht beschweren, wenn ich nun ersetzt werde. Du kannst nur aufsteigen oder abstürzen, doch an dieser Mauer kannst du nicht auf deinen Platz verweilen, wenn dich der Wind nicht von deinem Fleckchen vertreibt. Denn die... Dann die anderen bei ihren eigenen Aufstieg. Verliere nicht den Halt, denn unter dir lauert der Schlund des Chaos. Auch ich bekam seine Zähne zu spüren. Dir würde ich dasselbe gerne ersparen. Quabiha. Okay, haben wir ja sonst noch irgendwas? Hinten ist auch noch eine Truhe. Haben wir noch irgendwas, was wir machen können? Nee, ne? Oh ja, doch. Gut. Bitteschön. Viel Spaß. So. Fallen ja nicht noch mehr Aufgaben ein.
Ich fürchte, ich habe ein Monster geschaffen. Ja, irgendwie schon, ne? Das Buch ist in deiner Kammer. Jetzt... Und? Sind meine Augen größer? Riesig! Makira, ich brauche den Schlüssel. Dieser Trank, er gibt einem Selbstvertrauen. Ich könnte es mit der ganzen Welt aufnehmen. Ja, ich kenne diesen Trank. Wir hatten eine Abmachung, Makira. Den Schlüssel. Jetzt. Warte, erst musst du den Trank zurück zu Nasrin bringen. Wenn Farah herausfindet, dass er fort ist, wird sie wütend. Dann gehört der Schlüssel dir, ich schwöre es. Meinetwegen. Trink etwas Wasser, während ich weg bin, ja? Das ist das letzte Mal, Basim. Setz dich durch. Setz dich durch, genau. Wo ist sie denn? Ach, da hinten. Aber was mir aufgefallen ist, ich habe ja den Meisterdieb jetzt gelevelt, beziehungsweise einen Punkt reingemacht. Kann das sein? Ist das eine Waffe? Nee. Kann das eventuell sein, dass das deswegen zurück so gut an deinen geklappt Platz. Hat? Der Trank ist wieder zurück. Alles ist, wie es sein soll. Jetzt bekomme ich den Schlüssel von Makira. Und wenn ich ihn ihr aus der Hand reißen muss. Hoffen wir es mal. Erledigt. Meinen Teil zumindest. Danke. Seltsam, ich habe etwas Kopfschmerzen. Was passiert jetzt? Du gibst mir den Schlüssel. Ach ja. Hast du ihn nicht? Fürchtest du Kabiha? Was ist? Nein, nein. Ihr Stern ist erloschen. Das sagen alle. Ich habe nur Spaß gemacht. Hier. Endlich. Nun zur Suche nach Antworten. Okay, was haben wir hier? Halt, stopp. Nimm das. Eine Karte des Kalifats. Und von Alamut. Nein, du solltest das nehmen, wo ich die ganze Zeit drauf geguckt habe. So. Ozeanwüste, Kobra, Taube. Das werde ich jetzt mal nicht durchlesen. Das könnt ihr euch gerne durchlesen. Ich denke mal, ich hoffe mal nicht, dass ein das irgendwie ein signierter Gedichtband Aribs. Das Meer, die Wüste, die Kobra und die Taube. Ich erinnere mich an diesen Duft. Ich roch ihn auf dem Bazar und vielleicht im Harem. Aber an wem? Ich weiß nicht, was er jetzt hier angeguckt hat. Das hat er jetzt nicht mehr gesagt. Da ist doch noch was. Da. Eine Haarnadel. Nings. Wann hat Kabiha die bekommen? Trotz all des Prunks ist der Raum nahezu leer. Es scheinen Dinge zu fehlen. Vor allem Kabiha selbst. Was ist geschehen? Was ist das? Was hast du ihr gegeben? Sie trinkt immer davon. Sie bat mich, es ihr zu geben. Es ist harmlos. Das nennst du harmlos, Nasrin? Du solltest gehen. Jetzt. Gib mir den Schlüssel. Was ist dir zugestoßen? Ich. Du hättest mich wirklich nicht mit der Flasche allein lassen dürfen. Ich durchsuche die Gemächer. Du kommst mit. Ich schwöre. Ich habe ihr nichts getan. Das war dein Werk. Entspann dich. Niemand achtet auf uns. Sie werden mit dem Buch aus Nasrins Kammer viel zu beschäftigt sein. Nasrins Kammer? Der Garten und seine Geheimnisse. Nichts Anstößiges. Nur eine Abhandlung über einheimische Pflanzen und ihre Wirkung in Medizin, Gift und Kosmetik. Belladonna. Schwarze Tollkirsche. In kleinen Mengen sehen die Augen wirklich wundervoll damit aus. Schade, dass ich alles an sie verschwenden musste. Was? Du hast gesehen, wie Farah und Nasrin allen Gift ins Ohr träufelten. Lügen und Gerüchte über meine Herrin. Kabiha. Die eine tot, die andere entehrt. Niemand wird mehr auf sie hören. Verräterisches Weib. Was bist du? Treu. In Kabihas Abwesenheit verteidige ich den Thron gegen jene, die sie ersetzen wollen. Ihr Gemach ist leer. Sie hat dich verlassen, Makira. Du dienst einer abtrünnigen Herrin. Sie wird aus dem Palast zurückkehren, wenn die Gefahr vorbei ist. Das hättest du mir wirklich nicht sagen sollen. Es macht keinen Unterschied. Du wirst sie nie finden. Und nun, benimm dich.
Es sind Kinder anwesend. Hübsches Gewand übrigens. Steht dir. Für Farah kann ich nichts tun. Aber wenn Kabiha an der Spitze des Ordens steht, könnte ich noch jene retten, die sonst durch sie leiden würden. Ja, das heißt jetzt was? Soll ich dann doch hier bleiben oder nicht? Sag mir, was ich machen soll. Es ploppt nichts auf. Okay, dann gehen wir erstmal hier reingucken. Nachforschung. So, Kokobino und so weiter und so fort. Ach so, dann ist das das andere hier. Stelle im Gerichtshof Nachforschungen an. Das werde ich dann verfolgen müssen. Okay. Dann gucken wir nochmal kurz bei den Fertigkeiten. Das meinte ich nämlich, ich habe ja das letzte Mal den Meistertaschendieb gelevelt. Offenbar ist es so, dass ich dann gar nicht mehr dieses Spielchen in Anführungszeichen machen muss, sondern dass der dann automatisch immer das beste Ergebnis erzielt. Sieht zumindest so aus. Also ich fand es richtig geil, dass ich das nicht mehr machen muss. Tüftler, du kannst eine zweite Hilfsmittelverbesserung von Rang 1 auswählen. Erweiterung, du kannst ein neues Feld für Hilfsmittel freischalten. Ja gut, das wäre... Achso, da komme ich noch gar nicht hin. Ich müsste erstmal hier. Erweiterung 2. Oder eben die Wahrnehmung wird erhöht, wodurch das Markieren von Gegnern leichter wird. Ja, finde ich gut, aber enthüllt die Wachgegner... Ach! Das ist nicht schlecht. Wobei, bisher brauchte ich das ja eigentlich noch nicht. Deswegen würde ich eigentlich sagen, ich nehme... Ach nee, ich muss dann erstmal die hier nehmen, ne? Kostet 2 Fertigkeitspunkte, ich nehme das mal. Und das kostet auch 2. Dann nehme ich das auch mal. So. Ja. Dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass wir dann in der nächsten Folge schauen, was wir alles so am Gerichtshof erfahren werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.